Klavier, bitte. Das wir anlässlich der Ballsammlung verteilt haben, konnten Sie das detailliert nachlesen und daher will ich das nicht näher ausführen. Zu den Errungenschaften, Ankäufen des vergangenen Jahres. Vor uns steht das neue Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung, das im vergangenen Jahr angeschafft wurde und in den Dienst gestellt wurde. Viele von Ihnen waren ja dabei, Größenordnung 1,2 Millionen Schilling. Auch der Landesfeuerwehrverband hat sich mit seiner Subvention eingestellt, sodass wir bereits in der Lage waren, das Fahrzeug komplett fertig auszurüsten, denn der letzte Teil, der noch gefehlt hat, war der hydraulische Rettungssatz, der heute schon mehrfach angesprochen wurde. Dieser hydraulische Rettungssatz kostet ca. 170.000 Schilling. Die Situation in der Gemeinde ist. Andererseits, wir durch unsere Aktionen, durch die Spenden und so weiter, es uns leisten können, einen Teil davon zu übernehmen, so waren wir froh, dass die Gemeinde im Jänner sagen konnte, okay, ihr kriegt 50.000 sofort und könnt damit das anschaffen. Wir haben also sofort zugegriffen, haben pro forma an die Gemeinde, rechnungsmäßig, also in Wirklichkeit scheint ja das nicht auf, aber rechnungsmäßig hat die Gemeinde den 50-prozentigen Kostenanteil übernommen, hat uns 50.000 Schilling bar übergeben und wir haben die Restfinanzierung durchgeführt, die so ausschaut, dass wir mit den Balleinnahmen und mit den Einnahmen von der Floriani-Sammlung und den 50.000 Schilling der Gemeinden und von 40.000 Schilling, die wir vom Landesfeuerwehrverband bekommen, auch dieses Gerät bereits ausfinanziert haben. Es braucht sich also niemand mehr den Kopf zerbrechen, nicht die Gemeinde über unsere großen Einkäufe, auch Sie nicht, dass wir eine Doppelschnuraktion machen. Fürs heurige Jahr haben wir gesammelt genug, wir kommen erst nächstes Jahr im Jänner wieder.